Drinks und zwei heiße Schokoladen, bitte. Miriam, wie lange willst du eigentlich noch Pause machen? Sie hat doch gerade erst angefangen. Ach. Mit Sahne? Für mich ohne. Na, du super Traveler? Jetzt hat sich's erstmal ausgetravelt. Hab schon gehört. Ich glaube, Lisa, es ist egal, ob mit oder ohne Sahne. Mhm. Olli auch. Warum passiert da nichts? Gibst du immer noch auf Königsbrunn? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Also dann? Danke. Bis heute Abend. Mua. Hau nicht zu fest in die Tasten, sonst stürzt der Tempel noch ein. Hey, was denkst du denn von mir? Meinst du, ich will meine Familie obdachlos machen? Nein. Tschüss. Warte, ich komm mit. Ich wollte sowieso zu Jana. Und du hast 5 Minuten Ruhe von mir. Darauf kann ich gerne verzichten. Wieso? Ich dachte, ihr wolltet Gewichte stemmen. Christian musst du ins Studio tragen. Olli, willst du nicht vielleicht mit meinem Bruder in die Muckibude? Dann brauche ich nicht mit. Das ist ein Top-Laden. Die haben da super Geräte und nette Menschen. Ja, aber ich will gerade so ein schönes Frühstück mit Lisa. Ich lieber spazieren. Ja, alles zusammen stimmt so. Ich würde jetzt auch lieber mit Coco durch die Stadt latschen, als da in diesem stickigen Laden zwischen vollgeschwitzten, muskelbepackten Männerkörpern mich abzuquälen. Andererseits hast du vielleicht gar nicht so Unrecht. Mein letztes Workout ist eine Weile her, könnte ich mal wieder vertragen. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Die haben da echt kompetente Trainer. Und wenn du heute hingehst, kriegst du eine Stunde umsonst. Cool. Wollen wir los? Können wir das vielleicht verschieben? Müssen wir wieder Sport machen, wenn du verstehst. Bevor du aus dem Leim gehst. Danach bin ich noch schöner. Da hast du was falsch verstanden, glaube ich. Das ist keine Beauty Farm, das ist ein Fitnessstudio. Wie auch immer. Ich hole meine Sportsachen. Ja, ich auch. Pass auf, bring meine Tasche mit, die liegt hinter der Tür am Bett. Ja. Olli ist ein netter Kerl, ja? Finde ich auch. Ja, habe ich gemerkt. Merkt man das? Gott. Wir werden nachher wahrscheinlich noch ein bisschen bei uns abhängen, also wenn du Lust hast, komm vorbei. Wie macht Olli das? Hier spielt die Musik, Mann. Naja, also wenn er das auf dem Schiff schon gemacht hat, dann ist das für ihn nichts Neues hier. Nein, ich meine, dass er mit jedem klarkommt. Ist halt ein angenehmer Zeitgenosse. Ja, deshalb punktet er auch so schnell bei Frauen. Finde aber, dass Timo für eine Frau ziemlich kräftig ist. Nicht Timo. Lisa hat ein Auge auf unseren Seemann geworfen. Dass dir nicht alles auffällt. Mehr geht nicht. Ja, dann leg mal nach. Weißt du, seit Gregor geheiratet hat, dann lässt er echt irgendwie ein bisschen nach. Vielleicht liegt's ja auch am Alter. Lass mal los. Auf. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast, du Leichtmatrose. Davon schaffst du keine 10 nie im Leben. Wetten? Okay, pass auf. Der Verlierer, das wär's übrigens in dem Fall du, der gibt heute Abend eine Runde. Abgemacht. Okay. So. Weniger auf den Rippen als ich und stemmt ein Drittel mehr. Dann hau mal rein, Kleiner. Wenn du mich toppst, geh die Runde auf mich. Ich mach Schluss für heute. Was mit dir? Ich mach noch lange schlapp. Bis ihr beide mein Kreuz bekommt, läuft noch viel Wasser den Rhein runter. Wer sagt denn, dass wir so aussehen wollen wie du? Naja, so wie du trainierst. Macht's gut, Jungs. Ciao. Und? Was sagt der Champion? Du gibst nicht auf. Nee. Ist mal angerissen? Lass mich mal sehen. Au! So. Beim nächsten Training machst du von jeder Übung nur die Hälfte, okay? Das reicht. Wenn der Champion das sagt. Champion. Worte habe ich mit den Senioren trainiert. Aber da war so ein russischer Ex-Bulle dabei, der hat mir ein paar ganz coole Übungen gezeigt. Auch beim Massieren. So. Da kann Coco nochmal drüber gehen, dann ist die Verspannung weg. Und? Wartet auf dich irgendwo in der Welt eine Freundin, oder hast du in jedem Hafen eine? Weder noch. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich komme morgen wieder. Bist du
du dabei? Wo ist denn die? Die muss irgendwo rumliegen. Sie finden sie schon. Na ja, klar. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, man soll damit auch Mails empfangen können. Das haben wir gleich, warte mal. Oh, früher hat mir bei sowas Lars immer geholfen. Ach, der wird sich schon irgendwann wieder einkriegen. So, geht. Du bist ein Schatz. Ja. Bevor du weiter den schönen Zeiten mit deinem Bruder hinterher trauerst, lass uns heute Abend richtig schön ausgehen. Na, das kannst du vergessen. Nachdem du das Ding jetzt in Gang gebracht hast, gehöre ich den Rest des Abends ihm. Was machst du damit überhaupt? Das ist mein Büro, ein Teil davon zumindest. Toll, und deswegen darf ich jetzt allein um die Häuser ziehen. Na, ruf doch deine Freunde an. Was ist denn mit Lisa? Ruhig van der Regelknopf. Oh, Angelo, wollen Sie jetzt auch noch lesen während der Arbeit, ja? Die Gebruiksanweisung. Brauche ich nicht mehr. Mein Neffe kennt sich aus. Aha, gute Nachrichten, wer ist es denn? Meine Verabredung. Deine Verabredung, und wie heißt sie? Weißt du, Charlie, das Leben ist so wunderbar. Bis morgen. Nee, die Mucke da ist nicht so mein Ding. Mal sehen, was Coco und Olli dazu sagen. Was anderes. Hat Olli eine Freundin? Ich kann ja aus sicherster Quelle sagen, nein, hat er nicht. Und wer ist deine sichere Quelle? Olli himself. Ladies first. Olli. If I was 23, but I'm one that you can see if I...